Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe, ihr auch. Hier ist das heutige Trainingskranzspiel. Hier könnte ausnahmsweise mal eine Banane ins Rutschen kommen. Viel Spaß beim Üben. Ja, so ein Donkey Kong Bowser Waluigi Kran. Auf jeden Fall Möglichkeit, dass wir hier gut Marken sammeln können, aber ist natürlich die Frage, wo fangen wir an? Ich glaube, ich fange am besten einfach mal hier oben an, dass ich halt quasi hier Daisy runter drücke, dass dann halt alles mal so langsam ins Rutschen kommt. Ja, ich glaube, das wäre so das Beste. Na, genau so. Oder auch gar nicht. Das ist ja gar nichts passiert. Was soll das denn? Ach ja, man kennt's ja. Ich glaube, die Fässer sind ein bisschen fester, als ich dachte. Dann werde ich mir versuchen, mal die Banane zu greifen. Na komm. Ja, der Kran hört viel früher auf als normalerweise. Ja, komm. Jetzt ist auf jeden Fall alles locker. Ja, wenn ich jetzt von links nach rechts was drücke, dann könnten die Fässer durchfallen. Das wäre zumindest eine Idee. Na. Ja, genau so. Man muss halt immer so ein bisschen Glück haben, dass der Kran auch wirklich bereit ist, die ganze Zeit zu drücken, damit er halt auch die Sachen in Bewegung bringen kann. Das war auch Glück, dass es schön runtergefallen ist. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich versuche, glaube ich, mal Waluigi zu greifen und zwar so, dass er halt hier den so ein bisschen nach rechts schiebt. Warum mal, dass es klappt. Na gut, es war ein bisschen zu weit. Na? Ja, auf jeden Fall nicht so ein einfacher Kran. Es gibt ein paar, die sind da relativ schnell gemacht, aber der hier ist ein bisschen schwieriger. Gut, dann holen wir uns noch Wario und dann war's das Ganze. Ja. Mit Glück. Das war jetzt nur Glück, dass ich halt jetzt noch die nach rechts geschoben habe. Aber ich habe es gehofft, dass es klappt. Ja, aber immerhin geht eigentlich. Also von der Menge der Marken, 8 Stück. Der Anfang hätte vielleicht ein bisschen besser laufen können, aber sonst geht's eigentlich. Jetzt müssen wir darauf hoffen, dass wir auch einen Versuch bekommen. Wenn nicht, dann... Ah, sehr schön. Wollte schon sagen, dann wäre das eine kurze Folge. Ich liebe diesen blauen Bonus, das habe ich glaube schon mal gesagt. Ich habe auch einen Kran, den ich heute machen möchte. Und zwar ist nochmal unser Rabio da von Zelda A Link Between Worlds. Und dann hoffen wir mal, dass wir den bekommen, damit wir wieder einen Kran komplettieren können. Na, Bobby, stopp. Viel hat sich eigentlich nicht verändert. Es gibt die typischen Standardkräne, also die Pokémon-Sachen, klar. Und das ganze andere Zeug, was man ja eigentlich auch schon kennt, wie man hier sieht. Aber das hier möchte ich gerne machen. Ja, und zwar muss ich hier gucken. Ja, ich muss gucken, dass ich den gegriffen bekomme. Ich weiß halt leider nicht, wenn ich jetzt ihn gerade greife, dass dann halt die zwei mich stören, um ihn zu bekommen. Weil wenn es nämlich der Fall sein wird, dann habe ich ein Problem. Dann versuche ich... Oder soll ich doch versuchen, mal eben besser so reinzugreifen? Verdammt. Ich versuche es auf geraden Wege. Ich hoffe, dass es so klappt. Na, ich habe ihn dir. Zieh ihn raus, bitte, bitte. Sehr schön, dankeschön. Freut mich. Wieder ein Set komplett, sehr schön. Das hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Ja, solche Kräne liebe ich, bei denen man halt wirklich einen Versuch reinhauen kann, immer mal wieder, und der nach und nach sich auflöst. Es war nur eine Marke, aber ein komplettierter Kran ist mir, ja, sehr lieb. Na, hat Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall, Bobby. Ja, ist zwar eine kurze Folge geworden, aber trotzdem doch eine erfolgreiche. Dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns morgen um die gleiche Zeit. Ciao, ciao. Nee, stopp, halt. Ich habe was vergessen. Ja, ich wollte doch immer jedes Mal die Marke zeigen. Gesagt, den beendeten Kran, den wir dann immer wieder erreichen. Ich weiß gar nicht, warum ich heute so voreilig war, den Part zu beenden. Keine Ahnung. Ganz vergessen. Ja, hier sieht man es. Ravi hat uns ja noch gefehlt gehabt. Und hier unten haben wir dann die Nummer 18. Sehr schön. Ja, aber jetzt.
Ciao, ciao.